Ja, Brunner Uppenier, der jetzt interimistisch die Bergbahnunternehmung Fiero. Ihr seid auch noch Gemeindepräsident. Die Gemeinde ist auch das Grund, weil ja der Grossaktionär ist bei diesen Bahnen. Warum hat denn jetzt der Fiero entschieden, das nicht einfach im Amt zu übernehmen, interimistisch zumindest? Ja, für mich sind die Bahnen sehr wichtig. Die Bergbahn Hosas ist der Motor für das Dorf Soßgrund und den müssen wir erhalten. Ich glaube, es ist jetzt einfachste, wenn ich jetzt als vor Ort, ich bin vor Ort jeden Tag, die Vierung übernehme und sobald man bessere Lösung hat, das überführte in eine Türlesung. Es ist keine einfache Situation, sicher für alle Akteure im Moment, auch für die Gemeinde nicht. Wie wird jeder die Lage beurteilen im Moment? Ist für euch als Gemeindepräsident sicher auch nicht einfach seit letzten Tag. Es ist nicht einfach, aber ich bin fast verlegen, zu sagen, einfache Aufgaben. Eigentlich können wir das so bewerten, wir sind eher für komplizierte Aufgaben. Es war sicher nicht einfach für die Gemeinde. Es ist aber auch mit dem Ausblick, dass die drei Verwaltungsräte gesagt haben, sie tragen mit und ich habe volles Herzblut gespürt. Die tragen mit, dass wir auch Lösungen sehen und dass ich auch einen klaren Beitrag leisten, für das wir weiterkommen. Dass es nicht einfache Aufgaben sind, das ist mir klar. Der Verwaltungsrat hat er angesprochen, es sind jetzt zwei nicht mehr drin, die sind ja gerade erst kurz drin gekommen. Das hat ihr ein bisschen angestoßen, die Entpolitisierung von dem Verwaltungsrat. Ist das für euch ein bisschen eine enttäuschende Situation, dass das jetzt so gekommen ist oder auch ein bisschen Niederlage? Nein, ich glaube nicht, dass es eine Niederlage ist. Das ist der Fortschritt. Ich glaube, wenn wir diesen Schritt nicht gemacht hätten am 17. Februar 2017, wären wir ganz an einem anderen Ort. Also ich bin schon zufrieden, ich bin aber glücklich, dass ich Verwaltungsrat habe, jetzt noch mitstehen und bin überzeugt, dass wir das in Erfolg feiern wieder zurück. Was muss jetzt passieren in den nächsten Monaten? Ihr seid ja da gefordert zusammen beim Verwaltungsrat und vor allem beim Präsidenten. Ja. Also ich sehe die Aufgaben verschieden, aber ich nochmal das operative Geschäft schauen, dass wir das optimieren können, dass man das in so weit wie möglich unternehmerisch gestalten kann. Es braucht aber in einer anderen Phase, wenn man Geld suchen, Geld mobilisieren muss. Ich tue gerne hier Hilfestellung leisten, dass ich den Verwaltungsrat den und den unterstütze. Wir müssen neues Geld haben, da kommen wir nicht dran vorbei. Wird das die Gemeinde auch einschiessen und nicht falls oder doch eher auf privater Basis? Weil die Gemeinde kann ja nicht alles stemmen, oder? Ist jetzt schon stark in der Unternehmung präsent? Ja, die Gemeinde kann das sicher nicht allein richten. Die Gemeinde wird sich aber nicht aus der Verantwortung ziehen. Wir werden dranbleiben. Aber aus meiner Sicht hätte ich schon am liebsten, wenn man Privatinvestoren findet, die es weitertragen und dass man den Einfluss von der Gemeinde ein bisschen schwächt. Aber die Gemeinde trägt mit. Wir liegt etwas daran, das zu erhalten. Das Gespräch mit den Gläubigen, das muss man ja sicher auch weiterführen, auch in der Nachlassstunde. Das ist ein bisschen unangenehm, oder, für Elde? Es ist so unangenehm. Klar, man ist von der Gemeinde dabei, man ist von der Bahn dabei. Man muss mit den Kreditoren schauen, mit den Gläubigen, dass sie handbietend zum Miteinander gehen. Auf einer Seite ist es sicher ein Nachteil, wenn man in beiden Schiffen da im Moment ist. Aber es hat auch Momente, wo es zu einem Vorteil werden kann, wo man sagen kann, wenn die Gemeinde hier entgegenkommt, kommt der da entgegen, dass man so eine Lösung findet, die vielleicht alle tragbar, also für alle tragbar ist. Habt ihr das Gefühl, es wird von Erfolg gekrönt sein, wenn man ein Jahr vielleicht zurückschaut? Also ich bin überzeugt, wenn wir in einem Jahr hier wieder stehen und das würde ich machen, es ist erfolgreich, als wir heute sind. Das bin ich überzeugt.